Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute haben wir für euch das Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 in der 13,3 Zoll Variante. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel, ein S-Pen sowie die üblichen Papierbeilagen. Das Design des Notebooks ist eher minimalistisch. Das matte Gehäuse in der Farbe Graphite zeigt uns lediglich das spiegelnde Samsung-Logo auf dem Bildschirmdeckel. Das gesamte Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung, wodurch es einen hochwertigen und robusten Eindruck macht. Wie die Intel Evo-Zertifizierung verrät, wurde das Galaxy Book 2 Pro 360 für leistungsintensives und produktives Arbeiten optimiert. Dazu kommt das um 360 Grad umklappbare AMOLED-Touch-Display, womit das Gerät vielseitig und flexibel eingesetzt werden kann. Mit einem Gewicht von nur ungefähr 1 Kilogramm und einer Höhe von unter 12 mm ist das Notebook auffällig leicht und dünn. Dadurch ist der Transport und auch das Arbeiten von unterwegs bestens möglich. Das 13,3 Zoll große AMOLED-Touch-Display misst 33,78 cm in der Bildschirmdiagonale und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Oberhalb des Bildschirms befindet sich die Webcam samt Mikrofon. Die Basiseinheit zeigt das großzügige Touchpad, die Tastatur sowie den Powerbutton mit integriertem Fingerabdruckscanner. Auf der rechten Seite sehen wir den Micro-SD-Kartensteckplatz, einen USB-C 3.2-Anschluss und die Audiobuchse. Gegenüberliegend finden wir einen USB-C 3.2-Anschluss sowie einen weiteren USB-C-Port inklusive Thunderbolt 4, Power Delivery und DisplayPort. Die Lautsprecher wurden auf der Unterseite rechts und links verbaut. Das war unser Cyberport Unboxing. Detaillierte Infos zum Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 findet ihr wie immer in unserem Testbericht. Wir freuen uns auf euch!